Hallo und herzlich willkommen bei Verborgene Wahrheit. In dem heutigen Video geht es um ein Thema, das auch schon so für die ein oder andere Diskussion gesorgt hat. Und zwar geht es darum, wo denn die Grippe hin ist in 2020. Immer wieder erlebe ich das und ich nehme an, ihr auch, wenn ich mit Menschen darüber rede, was in 2020 so alles passiert ist und ich dann einfach frage und sage, wo sind eigentlich die Grippefälle alle geblieben? Dann bekomme ich als Antwort von den Maßnahmenbefürwortern in der Regel, es lag an den Maßnahmen, also am Lockdown und an der Maskenpflicht, dass die Grippe so rückläufig war letztes Jahr. Ich denke, es ist Zeit, mal genauer hinzuschauen, uns das mal im Detail anzuschauen und mal, ja, uns zu fragen, ob dem tatsächlich so ist oder ob es nicht so ist. Und dafür schauen wir uns einfach mal den Verlauf der Grippe in verschiedenen Ländern an. Beginnen wir mit Deutschland. Ihr seht also hier von 2014 an die Darstellung der Grippewellen jedes Jahr. Hier unten seht ihr immer die Jahreszahl und die KW dahinter. Also zum Beispiel hier 2014 KW1 oder hier 2014 KW43, wo ihr seht, wie die Grippefälle hier zunehmen und wie das dann rasant ansteigt über den Jahreswechsel hinweg bis hier zum Beispiel 2015 KW19, dann geht es in 2015 KW47 sowas wieder richtig los, geht wieder hoch. Also immer so Ende des Jahres und bis Anfang des Jahres, bis zum Frühjahr, haben wir hier die Grippewellen. Und das ist ja bekannt, ist ja nichts Neues. Und jetzt schauen wir uns mal an, wie das in 2020 war. Und da sehen wir, dass das hier in der KW10 quasi wie abrupt abbricht. Und dann über das ganze Jahr, schaut mal hier, quasi nichts mehr, auch hier hinten Ende des Jahres, wo es schon längst eine ziemliche Höhe hätte erreichen müssen im Vergleich zu den vergangenen Jahren, nix. Also die Anzahl der Grippefälle in 2020, die ist so gering, dass sie hier in dieser Statistik quasi gar nicht mehr angezeigt wird. Und ihr könnt euch sicher erinnern, wenn ihr das hier seht, könnt ihr euch sicher an 2018 erinnern, wie heftig da die Grippewelle war. Ihr seht hier rechts, das zeige ich euch jetzt nochmal, immer die Ampel, die wir einem Land gegeben haben. Das ist quasi unsere Einschätzung, wie ein Land mit den Maßnahmen, mit der Situation umgegangen ist. Deutschland hat von uns eine gelbe Ampel bekommen. Und so seht ihr jetzt auf jeder Grafik, die ich euch zeige, wie wir ein Land dahingehend einschätzen oder eingeschätzt haben. Schauen wir uns Österreich an, da sehen wir auch die Grippewellen der vergangenen Jahre. Österreich hatte auch in 2018 eine ziemlich heftige Grippewelle, aber auch sogar Ende 2019 und Anfang 2020. Schaut mal hier. Und dann? Nix. Ende. Auch Ende des Jahres nicht. Belgien. Hier, schaut euch das an, wie hoch die Grippefälle waren. 2020, hier hinten. Nix. Dann haben wir hier Frankreich. Ganz minimal hier hinten, aber im Vergleich zu den vergangenen Jahren nicht der Rede wert, oder? Niederlande. Hier, nix. Schweiz. Dänemark. Finnland. Gar nichts hier unten. Norwegen. Schweden. Schaut euch das mal an, wie die Jahre davor waren. UK. Schaut mal hier ein paar mehr, aber guckt euch mal an, was in den vergangenen Jahren los war. In Griechenland, hier, auch nichts. Italien, hier unten, Grippe, nichts zu sehen 2020. Portugal. Spanien.